basierend darauf auswählen können. Who's going es ist mir ein Vergnügen, Clifford vorzustellen, welcher euch ein sehr komplexes Thema vorstellt, von dem ich wenig weiß. Also es geht um FPGAs. So, gebt einen großen Applaus für freie und Open Source Verilog zu Bitstream Flow für ICE 40 FPGAs. Thank you. Danke. So I'm talking about the free and open source Verilog to Bitstream Flow for ICE40 FPGAs. Ich werde euch dieses Thema vorstellen. Das heißt, konkret, ich werde euch drei Projekte vorstellen, weil es drei Projekte zusammen sind, die zusammengehören. Ja, wir müssten drei, also es gab drei Projekte, die diesen Bitstream Flow angeschaut haben. Es geht einerseits ums Projekt Ice Storm. Das ist, es geht darum, dass Bitstream-Format für die FPGAs zu reverse-engineeren und zu dokumentieren. Und das sind halt diese Formate HX1K und HX8K. Theoretisch sollte es auch LP1K und 8K unterstützen, falls es sowas gibt. Weil eigentlich haben die FPGAs nur verschiedene Timings, aber das Binärformat sollte kompatibel sein. Vom Ice Storm Projekt haben wir die Dokumentation dieses FPGAs. Die gibt es sowohl in menschenlesbarer Form als auch in maschinenlesbarer Form, damit man auch mit anderen Tools damit weiterarbeiten kann, nicht nur als Mensch. Außerdem haben wir davon ein paar Tools, mit denen man die Bitstreams-Files lesen kann, sie konvertieren kann in andere Formate und hin und her und wieder zurück. Das zweite Projekt, das ich euch vorstellen werde, ist ArachnePNR. Das ist ein FPGA Place and Route, also Platzier- und Routing-Tools für diese Sorte FPGAs. Das basiert auf der Dokumentation vom Ice Storm. Also ich habe zuerst das Ice Storm Dokumentation gemacht und dann hatte ich das Glück, dass ich auch das Place and Route Tool schreiben könnte, basiert an der Dokumentation, die ich vorhin geschrieben hatte. Ein weiteres Projekt sind Yosys. Yosys ist quasi mein Hauptprojekt, an dem ich im Moment am Arbeiten bin, seit etwa 3 Jahren. Yosys ist ein riesiges Projekt, aber kurz gesagt ist es eine Verilog-Synthesierungs-Software-Suite, das man benutzen kann, um diese Verilog-Files für Netzlisten für verschiedene FPGAs oder ASICs zu konvertieren. Und es unterstützt auch andere FPGA-Serien und wie gesagt ASICs und kann auch formal verifizieren, ob darüber werde ich nur wenig sprechen. Das letzte ist das ICO-Board. Da gibt es auch eine Demo. Das ICO-Board ist ein Entwicklungsboard, das die Features von diesen FPGAs vorstellt. Die Box, die ihr da seht, ist dann die Demo, die ihr später sehen werdet, am Ende des Talks. Wie funktioniert der Fluss, der Datenfluss? Das ist Ice Storm. Ein großer Overview. Man fängt mal an mit Quelltext aus Verilog und ein paar Syntheseskripten. Das Syntheseskript liest die Verilog-Dateien und führt ein paar Dinge aus, die dann nötig sind, um es auf das spezifische FPGA zu mappen. Das Output, der Ausgang von diesem Yosys, ist dann ein BLIF-File, das ist ein einfaches Netlistenformat. Und das ist halt eines von vielen Formaten, dass das Arachne. Sorry. Also wir haben ein paar Extensions für das BLIF-File-Format geschrieben, sodass man mehrere Attribute und Parameter einstellen kann, zum Beispiel die Lookup-Table, wo das Design sein soll in dem FPGA.
kann man zum Beispiel als Parameter einstellen. Dann nehmen wir diese Netliste, das Blif-File, und geben das weiter ans Arachne. Das ist eben das Place and Route Tool. Wir geben dem Arachne auch ein paar andere Dateien, zum Beispiel physikalische Constraints, wo jeder Pin sein soll am FPGA zum Beispiel, also welches Signal auf welchen Pin gemappt werden soll. Optional kann man auch ein Place and Route Script ihm geben, das Arachne PNR sagt, welche Strategie es nehmen soll, um ja, in welcher Reihenfolge es zum Beispiel das ganze Zeug verarbeiten soll. Das Ausgabefile von Arachne PNR ist also ein iStorm TXT-File. Das ist ein sehr low-leveliges Format und für jedes einzelne Element in dem FPGA könnt ihr wird dann definiert, also zum Beispiel in Zeile so und so ist dann das Bit, das diese Funktion erledigt. Und dieses Textfile wird dann weitergegeben an Icepack, das dieses Textfile umwandeln kann in die Binärrepräsentation, also in das Bitstream, das Binärfile für das FPGA. Also schauen wir zuerst aufs iStorm. Das ist der erste Teil von meinem Talk. Zuerst gebe ich einen kleinen Überblick über die ICE40 FPGAs. Die FPGAs sind nicht so sehr verbreitet. Viele Leute brauchen Xilinx oder Altera, aber Lattice ist nicht so verbreitet, eher eine Nische. Es ist eine Familie von kleinen FPGAs. Das kleinste hat um die 8000 Lookup-Tables und das ist eher wenig. Das FPGA selber ist dann ein Ding von Kacheln, Logik-Kacheln, die miteinander verknüpft sind, und es gibt verschiedene Lookup-Tables und Flip-Flops und Rechenlogik und so weiter. Dann gibt es auch RAM-Kacheln, zum Beispiel einen für unten, also den Anfang und den Schluss vom RAM. Und dann gibt es Input-Output-Kacheln, mit denen man halt das Ganze, ja, den Input-Output macht, was aber auch zum Programmieren benutzt wird und eben um die Logik auf anderen Ressourcen im Chip und auf dem außerhalb des Chips zu verbinden. Eine hübsche Sache an diesen FPGAs ist, dass es in verschiedenen Packages kommt. Man hat keine Ball-Grid Arrays zum Beispiel, sondern im 144-Pin TQFP zum Beispiel, das man auch von Hand löten kann. Und es ist eines der cheapest Development Boards, das man für diese FPGAs haben kann, kostet weniger als $25. Und jemand, der einfach nur rumexperimentieren möchte, kann relativ billig an diese Geräte kommen. Und wenn man Low-Level-Zeug machen will, dann ist man damit auch ganz gut versorgt. Und es ist sehr nett, wenn man sowas Billiges hat. Ja. Wo man halt auch Sachen austauschen kann. Um es zusammenzufassen, das FPGA sieht ungefähr so aus. Wir haben hier diese logischen Logikkacheln, da sind die Speicherkacheln. Sie nehmen zwei Reihen ein und an der Kante haben wir die und in der Mitte haben wir die und wir haben da diese 8 Flipflops und 8 Übertragsregister und Lookup-Tables. Das ist alles vergrößert, damit wir mehr Details sehen können.
Aber das hier ist eigentlich nur, es fehlen noch Sachen. Zum Beispiel, da ist noch eine Verbindung, die Lookup-Tablen verbinden und dann die Flip-Flops umgehen. Und rechts unten sieht man, dass und ich denke, das kostet alles $25. Oh gut, mit Projekt iStorm haben wir einen sehr detaillierten, eine sehr detaillierte Betrachtung dieser FPGA. Wir haben dieses Low-Level-Tool geschrieben, um mit Bitstreams zu arbeiten. Und wir haben auch ein sehr einfaches Textformat definiert, mit dem man jede Bit-Konfiguration leicht definieren und spezifizieren konnte. Und hier sieht man dieses Textfile, Logic-Tile 99, und das sind natürlich die Koordinaten. Und dann hat man diesen Block von Einsen und Nullen. Und wenn man in der Dokumentation nachschaut, dann online, dann sieht man, okay, in der Doku sagt, die Doku sagt, dass dieses Bit für die und die Funktionalität steht. So with the tools, mit den iStorm-Werkzeugen können wir die Binaries und die Text-Tools verarbeiten. Wir können auch eine Textdatei nehmen und sie in die binär Verilog-Datei umwandeln. Und als ich das Feature zum ersten Mal veröffentlicht habe, habe ich auch ziemlich viel Hassmails bekommen, weil ich deren intellektuelle Properties geklaut haben sollte. Und das Projekt ist immer noch nicht völlig fertig. Und der Grund, warum wir das immer alles so low-level machen, ist, weil wir diese Dateien von unserem eigenen Flow erstellen können und die Bitstreams werden dann von den Lattice Flows produziert und dadurch können wir unsere Tools selber verifizieren. Und dadurch wissen wir, ob der Bitstream korrekt ist und wir können zufällige Inputs geben und schauen, was der Output ist und schauen, ob das alles hinhaut. Und dann verwendet man halt Yosys, um das alles noch weiter zu überprüfen. Also, ihr könnt auf clifford.at/iStorm, um die Dokumentation zu lesen. Aber eine Warnung, es ist eine Referenz, es ist keine Einführung oder Tutorial. Wenn ihr nichts wisst, wie FPGAs funktionieren, dann ist es nicht, dann ist es ziemlich schwer zu lesen. Außer es ist nicht sehr gut strukturiert, leider. Aber es ist auch nicht sehr lang, es sind nur einige Seiten. Meine Empfehlung ist, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie FPGAs funktionieren und was jedes Bit bedeutet, dann lest ihr das einfach mal komplett durch und dann habt ihr eine Übersicht. Also es ist eine sehr kleine Dokumentation, man hat sie in etwa einer Stunde gelesen, sollte nicht so schlimm sein. Und die Dinge, die da drin sind in dem Projekt, abgesehen von der Doku oder abgesehen von den Tools, ist eben eine geschriebene Dokumentation, die auch einen Überblick gibt, dann ein autogeneriertes HTML-Dokument, das gibt euch ein paar Referenzen, was jedes Bit genau meint und macht, und es gibt eine autogenerierte ASCII-Datenbank, die man dann in anderen Tools weiterverwenden kann, zum Beispiel im Arachne-PNR. Ein paar Screenshots hier aus dieser Dokumentation. Also unten links seht ihr einen Teil der geschriebenen Dokumentation, wo die Input-Output-Elemente, Kacheln erwähnt werden und erklärt werden, wie das verbunden ist. Dann seht ihr die Screenshots mit diesen schönen farbigen Tabellen. Das ist das autogenerierte HTML-Dokument, welches wirklich jedes einzelne Bit dokumentiert.
than just one way. So und das meiste davon in mehreren verschiedenen Arten, wie man, was man machen kann und welches Netz zum Beispiel zu welchen anderen Netzen verbunden werden kann und so weiter und so weiter. Oben rechts zum Beispiel für einen Logikkachel wurde das ganze, ja, die ganze Logik reverse-engineert. Ihr seht ein paar ausgegraute Bereiche. Soweit ich das sehe, haben wir das nicht einfach vergessen, sondern diese Bits sind nicht verwendet. Ich bin natürlich nicht 100% sicher, aber ich habe nichts gefunden, dass diese Bits verwenden würde. So nehme ich an, sie sind nicht benutzt. Und unten rechts seht ihr einen Teil der Interconnect-Dokumentation. Da sieht man zum Beispiel Dinge, dass zum Beispiel diese Verbindungslinien, Verbindungsdinge jeweils paarweise gekreuzt nach außen gehen. Das ist das Projekt Ice Storm, das Low-Level-Zeug. Es ist natürlich sehr interessant, einfach mal zu sehen, wie das FPGA funktioniert und so weiter. Aber es gibt uns noch nichts, damit, mit dem wir arbeiten können und irgendwas Cooles mit dem FPGA machen können. Daher gibt es jetzt den zweiten Teil, das Arachne PNR, das Place and Route Tool. Das nimmt nun diese Bliff-Netzliste und konvertiert sie in eines dieser Textfiles, Textformate. Es macht halt diese Operationen, es instanziert Input-Output-Zellen, Clocks, Puffer und so weiter. Also ein paar Dinge, die halt praktisch sind mit Place and Route. Dann macht es Lookup-Tables, Carry, Übertragungslogik und so weiter. Und zum Beispiel diese Logic-Blocks. Also das FPGA hat halt verschiedene solcher Logic-Blocks und die Beschreibung, das Verilog, und das muss man halt irgendwie zusammenmappen. Und dann wird das Ganze, kann das ganze Ding auch noch verifizieren. Zum Beispiel an analytical placement and then also zuerst platzieren und dann analytisch verifizieren. Und wie funktioniert dieses Eingabe-Netzlistenformat, das Bliff? Es benutzt dieselben Zelltypen, welche auch von den Lattice-Tools selber benutzt werden. Wir haben uns da an diese Library gehalten, die vorgegeben ist von Lattice, damit wir unsere eigene Toolchain halt mixen können, wie schon erwähnt, damit man halt das Zeug gegenseitig testen kann. Das Bliff ist ein relativ einfaches File-Dateiformat. Da seht ihr zum Beispiel ein Modell, das halt in Verilog war das jetzt halt mein Modul. Das hat ein paar Inputs und Outputs. Alle Netze, die benutzt werden, aber keine Inputs und Outputs sind halt einfach intern. Dann dieses Ding ist jetzt, also dieses Modell ist eine simple Lookup-Tables mit 4 Inputs und einem Eingang und einem Ausgang. Und das macht jetzt in diesem Fall noch eine Initialisierung von dieser Lookup-Table. Dann kann man auch weitere Eingabedateien hineingeben in dieses Arachne, zum Beispiel physikalische Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn man, ja, es ist auch, das ist wieder ähnlich zu den Lattice-Tools und daher ist es wieder einfach zu wechseln zwischen unserer Toolchain und der Lattice-Toolchain. Ihr könnt auch das Place and Route-Script benutzen, das ist noch etwas experimentell. Und dem könnt ihr zum Beispiel auch manuell sagen, welche Schritte in welcher Reihenfolge ausgeführt werden sollen. Und es gibt auch einen experimentellen Flow, der bereits funktioniert. Und das ist aber eigentlich nicht das, was wir am Schluss zwar wollen, aber mit einem analytischen Placement, weil der Analytische weiß nicht genau,
wie das FPGA aussieht, sondern das ist ein allgemeiner Ding. Und das ist eigentlich nicht das, was wir am Schluss wollen. Die Ausgabe von Arachne PNR sind ASCII, wie gesagt, ASCII-Textformate, welche dann mit den iStorms-Tools konvertiert werden können zu den Low-Level-Formaten. Natürlich kann man auch mehrere Ausgabedateien erstellen, zum Beispiel eines, das alle Platzierungen enthält, oder wieder eine Bliffnetzliste für ein Design, das ihr untersuchen möchtet. Das ist der zweite Part von unserem Flow. Jetzt können wir eine Netzliste nehmen, die es bereits gibt auf dem Chip. Und diese, also theoretisch könnten wir es schon sehr minimalistische Designs machen, aber das wollen wir, ja, ist noch nicht sinnvoll in größeren Mengen umsetzbar. Und darum gehen wir jetzt zu Yosys, welches mein Hauptprojekt ist. Ja, und das Yosys ist zur Umwandlung von Informationen da. Hier ist eine Übersicht, also man kann Verilog lesen und andere Dateitypen. Man kann auch Sachen rausschreiben und er hat quasi alle wichtigen Features für Verilog 2005. Auch allerdings, ich habe die Leute, also wenn hier jemand daran arbeiten möchte und dann, also das wäre schön und wir werden sehen, was so die nächsten Jahre bringen. Man kann Verilog Netlist schreiben und man kann auch Bliff Netlist schreiben und auch das EDIF-Format kann verwendet werden. Man kann natürlich RTL-Synthese machen und einige Optimierung benutzen ein externes Tool, welches für Low-Level-Optimierung verwendet wird. Und ihr könnt auch die verschiedene Zielarchitekturen angeben und ihr könnt formelle Verifikationen durchführen. Und das war eigentlich das, wo ich die meiste Zeit mit verbracht habe, daran gearbeitet habe. Einige sagen, Yosys ist wie LLVM für Hardware. Ich mag diese Idee und auch diese Analogie. Da sind eine Reihe von Projekten momentan, die sozusagen LLVM für Hardware darstellen könnten. So, welche Flows existieren tatsächlich? Natürlich sind da mehr Flows, als ich sie implementiert habe. Die meisten sind Projekte von einer einzelnen Person, die eine Doktorarbeit waren, oder das hier sind die Flows, die... Das sind die Flows hier, die mehr generell sind, allgemein. Und es gibt zwei elementare Flows. Es gibt Q-Flow und es gibt Control-List-2. Und diese wurden bereits verwendet, um Chips auszutapen. Und es wurden auch kommerzielle Chips damit gemacht. Also es sind tatsächlich Dinge, die tatsächlich benutzt werden und es sind jetzt keine Gedankenexperimente. Natürlich, dann gibt es die Synthese für ICE 40, worüber ich natürlich gerade spreche. Und es gibt auch noch Flow-Synthese für Xilinx 7 Series FPGAs. Und man kann Yosys benutzen, um die Synthese zu machen, aber dann muss man andere Tools verwenden, um weiterzukommen. Und natürlich, es gibt auch noch einige formelle Verifikationsflows. Ich denke, der interessante wäre hier SMT, der verwendet wird, um formale Verifikationen mit SMTs Solvern verwendet wird.
SMT2 ist das Format, das getestet wird mit, also man hat zumindest damit kein Vendor-Login, weil, okay, also wie sieht ein Yoast-Synthesis-Skript aus, wie sieht das aus? Das sieht aus wie sowas wie hier. Man hat normalerweise einen allgemeinen Part, Generic Part, und danach dann einen spezifischen fürs Target, also für die Zielarchitektur. Und das ist halt für das Mapping in der Zielarchitektur zuständig. Natürlich, das sieht sehr aus wie eine kommerzielle ASIC-Toolchain. Und okay, das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Also in Yoast, das Synth-Kommando hat verschiedene Unteroptionen. Wenn man sich zum Beispiel die Hilfe-Message anschaut, sieht man halt diese Unterkommandos wie PROC oder OpClean oder Memory. Das sind eigentlich nur Sequenzen von anderen Kommandos. Und damit macht man halt aus einer hochleveligen Beschreibung eine Low-Level-Beschreibung. Also er kann zum Beispiel auch an einem beliebigen Punkt unterbrechen und dann das Zwischenresultat anschauen. Formale Verifikation in Yoast. Wie ich schon gesagt habe, formale Verifikation ist recht ziemlich wichtig für mich. Darum habe ich gerne verschiedene solche Methoden, formale Verifikationsmethoden in Yoast. Wir haben zum Beispiel einen Satzserver, welcher einfache Fragen beantworten kann. Gibt es eine Sequenz von Zeitschritten, wo man am Schluss das Signal A high ist und das Signal B low ist, zum Beispiel so Zeug kann es. Das braucht man recht oft, wenn man größere FPGA-Design macht, zum Beispiel einen Debugger auf dem Chip direkt, weil man so viele verschiedene Signale hat, die man anschauen muss. Und wenn mir dann jetzt der On-Chip-Debugger sagen kann, ja, hey, das Signal ist tatsächlich high und das ist low, und dann kann ich vielleicht sagen, hey, das sollte gar nicht der Fall sein, um einen Chip weiter debuggen. Und ja, dann synthetisiert man das Ganze und nochmals und nimmt ein mehr. Also es ist egal. Bei diesem System könnt ihr halt kompliziertere Schritte umgehen und direkt intern debuggen zum Beispiel. Dann kann ich Circuits erstellen. Also ich möchte ja verifizieren, dass die Ausgabe formal identisch ist zur Eingabe, und das kann man zum Beispiel mit diesen Meter-Circuits machen, und das kann der IBC-Solver zum Beispiel kann das dann prüfen. Der letzte Teil, oder der Part 4, das ist der Fluss von diesen Tools. Wir können jetzt damit alles implementieren, das wir brauchen. Also wie machen wir das? Zuerst brauchen wir ein Entwicklungsboard. Zum Glück gibt es viele Entwicklungsboards von Lattice, zum Beispiel ja, dieses. Und es gibt auch viele Hardware-Entwicklungsboards im Allgemeinen. Und wir wissen, ja, so eine gute Anzahl davon wurde wahrscheinlich inspiriert von diesem Open Source Flow, bevor ich das Ganze publiziert habe. Und eben unten links seht ihr das ICO-Board. Das ist ein Projekt, wo ich auch mit dabei bin. Und das benutze ich daher für die Demo. So sieht das ganze Ding aus. Das ist ein Raspberry Pi. Und das 8K FPGA ist da drauf. Und es kann bis zu 20 Input, 200 Input-Output-Pins und so weiter, wie es auf dem Slide steht. Also insgesamt eben
habt ihr fast 200 Input-Output-Pins und den Raspberry Pi und mögliche Anwendungen davon sind, naja, ihr könnt einfach einen intelligenteren Raspberry Pi machen, der mehr rechnen kann. Ihr könnt den Raspberry Pi als, als Netzwerkprogrammer benutzen, also für das FPGA. Eine Idee, die mir ziemlich gefällt, ist, ihr könntet HDL-Code erstellen auf dem Raspberry Pi, auf dem Raspberry Pi synthetisieren und dann das FPGA direkt synthetisieren, ohne dass ihr halt einen separaten Programmer benutzen müsst. Jetzt haben wir also ein kleines Demo-System-on-Chip gemacht. Warum machen wir das? Also zum ersten Mal möchten wir euch überzeugen, dass diese Toolchain tatsächlich funktioniert für nicht triviale, nicht nur Hello World Beispiele. Und das zweite, dies ist ein sehr kleines FPGA. Daher möchte ich auch überzeugen, dass auch ein kleines FPGA mit 8000 Lookup Tables interessante Sachen machen kann. Darum macht meine Demo, das Demo System on Chip, benutzt nur etwa 50% der Logikressourcen auf dem FPGA. Also es kann auch, es ist sicher auch interessant als Basis für weitere Projekte, was ihr zum Beispiel damit dann machen könntet. Es hat einen fully featured 32-Bit Prozessor. Also ihr könnt zum Beispiel mit der GCC Toolchain dann Programme kompilieren dafür. In dieser Demo ist der Raspberry Pi nur benutzt als Debugger, der mit dem Netzwerk verbunden ist. Er macht sonst nichts. So, this is a simplified dies ist ein vereinfachtes Blockdiagramm dieser Demo. Ihr seht, alle Dinge in pink sind irgendwas, das auf dem FPGA selber läuft. Die externen Dinge sind zum Beispiel der Raspberry Pi. Zum Beispiel ist dieser auf diesem Bus verbunden, welcher halt Kommunikation ermöglicht zwischen dem Raspberry und dem FPGA. Auf dem FPGA haben wir auch einen On-Chip-Debugger. Dann haben wir einen Endpunkt, den man benutzen kann, um den FPGA neu zu programmieren. Es gibt eine Textkonsole. Es gibt einen 32-Bit-Systembus im FPGA, welcher alle Untersysteme miteinander verbindet, zum Beispiel all diese Endpunkte, internes, internen Speichern, einen Controller für externen Speichern. Wir haben einen Frame-Buffer, der die LED-Matrix ansteuert, General-Purpose-Input-Output-Controller, und den Prozessor selber natürlich. Und natürlich haben wir auch Clock-Management. Wie synthetisiert man nun etwas für dieses System-on-Chip? In diesem Fall haben wir einfach einen Make-File und die relevanten Regeln sind, seht ihr auf der Slide. Zuerst benutzen wir YOSIS, um den Verilog-Code zu lesen, ihn zu synthetisieren und in einen Blip-File zu schreiben. Dann RachnePNR, welches das Blip-File nimmt und die Placement Bedingungen nimmt und eben das TXT-File, das Textformat nimmt und dann das letzte, welches effektiv das Binary-File erzeugt, das in den FPGA geladen werden kann. Was ihr auch seht, wenn ihr das Projekt anschaut, um die eigene Firmware zu erstellen, gibt es auch, ihr findet auch so Make-Rules bereits vorbereitet in dem Projekt. Und das gibt es zum Beispiel das Tool IcoProc, das auf dem Raspberry Pi läuft, also zum Beispiel über SSH auf dem Raspi. Dann nehmt ihr einfach eine Shell, um das Programm zu starten, aber es kann auch direkt als SSH-Befehl genommen werden. Und IcoProc liest immer von einer Eingabe und Ausgabe. Und dann könnt ihr das Binary zum Beispiel lesen und direkt weiter flashen. Ihr könnt auch den On-Chip-Debugger benutzen, den ich erwähnt habe. Ihr könnt dir
einfach an irgendein internes Netz vom FPGA anhängen und dann zum Beispiel einen Trigger erstellen, der irgendetwas auslöst. Ihr könnt eine Clock definieren, welche Clocks das ihr berücksichtigen wollt, welche ihr ignorieren wollt. Und in der Standardumgebung hat es halt ein Make Debug Target, das ihn dann direkt zum Raspberry Pi verbindet. Und dann könnt ihr das mit GTK Wave zum Beispiel darstellen, was das Ding ein- und ausgibt. Irgendwas laufen lassen auf diesem SoC. Das sieht dann so aus. Wenn es zuerst startet, dann seht ihr den Bootloader, der zeigt das Bild der Floppy an, der Diskette. Dann seht ihr ein paar Beispielprogramme, die benutzen die Textkonsole, um mit dem Bootloader zu reden und Texte auszugeben an den Bootloader. Und dieser schreibt es dann ins SRAM und führt es aus. Ja, ich denke, wir stellen euch das mal vor. So. So. Yeah, something like that. Ja, zum Beispiel. Also. Ups. Make. Lasst uns einfach mal Boot resetten. Das braucht zu lange. Das war eigentlich genau das, was ich vermeiden wollte. Großartig. Aha. Okay, also. Luckily, I didn't suspect the software problem. So now we should see the boot. Glücklicherweise habe ich kein Softwareproblem erwartet. Also wir sehen jetzt. Lass mich kurz das Ganze ein bisschen kleiner machen. Und dann lass uns zum Beispiel hier hingehen. Und nun haben wir hoffentlich das Ganze gestartet oder irgendwas gestartet. Unfortunately, I can't go on because I don't have it here. Ich kann leider nicht weitermachen, weil ich es nicht hier habe. So. Also. Good. Okay. Gut. So, now we have this Christmas tree. Also, wir haben diesen blinkenden Weihnachtsbaum. Lasst uns zurück zum FPGA. Verzeihnis gehen und dann zum Debug. Wir haben jetzt 256 Debug-Zyklen. Jetzt möchte ich sie anzeigen lassen. So, what's now? Was ist nun? Well, that's great. Das ist toll. Aha. Okay. Das beim zweiten Mal funktioniert. Nun haben wir einige Debug-Informationen und mit dem Debugger kann man den Memory-Bus beobachten, wie der Speicher besorgt wird. Und wie mache ich...
Okay, das sind alles Anweisungen, 256 Zyklen. Okay, so we can see, this also wir können sehen, really a non-trivial system, es ist also ein nicht-triviales System. Und wir haben eine Toolchain, die dazu benutzt werden kann, Dinge mit realen Anwendungsmöglichkeiten zu haben. Applaus. Okay. Gut. So, how does it compare to the commercial flow? Wie sieht es gegenüber den kommerziellen Alternativen an? From Lattice, they both use es gibt Alternativen für Flows von Simplify Pro, dem SBT Backend. Eins von den beiden Backends benutzt aber was vereinfachtet. And we are comparing that with und wir vergleichen das jetzt mit dem PNR. First a couple of notes for this. Zuerst ein paar Bemerkungen. Ich benutze eine Version, die bereits ein Jahr alt ist. Der Grund ist, weil es mich so lange gebraucht hat, die Lizenz zu aktivieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob die aktuelle Version sich genauso verhält. Und Joses ist nicht so gut, wenn es um die Optimierung von Logik geht. Aber Joses ist sehr gut, wenn es um Speicherverwendung geht. Und das ist auch der Fall hier in der Tabelle. With the Joses Arachne PNR had something like 22 block RAMs. Und da bei Joses hatte ich 22 block RAMs. Also das andere hat viel mehr Lookup Tables benutzt, weil sie halt für viele Speicherfunktionen Lookup Tables benutzt und komplexere Speicher wurden halt so implementiert. Es ist häufig kein Problem, aber mit diesen ICE40 FPGAs braucht ihr ein Ausgaberegister und ja. Und anstelle das Ganze jetzt alles neu zu schreiben, sodass es auf allen drei FPGAs funktioniert, habe ich jetzt ich habe das Ganze etwas verkürzt und das interne Blockram ist jetzt viel also künstlich verkleinert und das Ganze müsste jetzt in Logik implementiert werden. Also die gepackten Logikzellen ist das Yosys etwas schlechter als die anderen zwei, aber ja, nicht so schlecht. Der Hauptgrund ist, dass Yosys im Moment zu aggressiv ist mit der Carry-Logik. Es benutzt fast 500 Carry-Zellen und die anderen Zellen brauchen nur um die 370. Und weil ich da zu aggressiv bin, mit diesen zu instanzieren, dann und ein ja, ich bin einfach noch zu ineffizient damit und daher braucht es noch zu viel Logik am Schluss. Aber ich denke, es ist nicht so schlimm. Was interessant ist, ist, dass die Synthese ungefähr gleich lange dauert auf allen drei getesteten. Aber die Implementationszeit ist viel kleiner mit Rachne. Also es ist viel schneller als die proprietären Backends. And a lot of this viele von diesen. And a lot of this is viel von diesem ist wegen konstanter Zeit, wann die kommerziellen Tools zum Beispiel laden und die Chip-Konfiguration laden oder so, weil sie Zeug vorcachen. Und wenn man halt ein fast leeres Design hat,
dann kann man einen Bitstream in 1,5 Sekunden generieren und muss das Ganze eigentlich nicht laden. Ein paar Links, wenn, ja, schaut am besten auf den Link zu dieser Präsentation, dann findet ihr das. Die Slides sind schon online dort und ich schaue noch, ob ich sie auch online beim hier hochladen kann. Aber ja, eben, clifford.it und /papers, dann werdet ihr die Links finden. Die Leute, die daran gearbeitet haben, an verschiedenen Teilen. Die Liste ist halt unvollständig, weil es gibt viele Leute, die halt einen kleinen, aber sehr wichtigen Teil beigetragen haben. Das ist halt immer sehr willkommen, aber kann halt nicht alle erwähnt werden. Und wir haben auch eine Assembly hier am 32C3, also kommt uns doch besuchen zwischen der Blinken Area am ersten Stock, dort wo die Podcasts, 3D-Drücker und das Ganze ist, da sind wir. Wir haben auch mehr Apps auf diesem Ding, mit denen ihr herumspielen könnt. Und wir machen auch ein paar Workshops heute, morgen und übermorgen, jeweils um 19 Uhr. Also wenn ihr mit, ja, gerne diesen Flow selber ausprobieren möchtet, dann kommt doch bei uns vorbei und registriert euch für die Workshops. Falls ganz viele Leute das Ganze sehen würden wollen, dann würden wir noch mehr Workshops planen. Und ja, dieses ICO-Board ist halt auch ein cooles Projekt, das, ich denke, wäre halt schön, um euch zu demonstrieren, was das alles tun kann. Ja, danke. Wir haben etwa 10 Minuten für Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen an Clifford habt, dann kommt bitte zum Mikrofon, und so dass jeder euch hören kann, inklusive der Leute auf dem Stream. Und wir fangen erstmal mit den Signalengel-Fragen an. Es geht um partielle Rekonfiguration von FPGAs. Hat die Lattice FPGA interne Rekonfigurationsports? Kurze Antwort: Nein. For partial reconfiguration. Man kann irgendwie eine teilweise Rekonfiguration machen, aber es gibt ein internes Board namens Warm Boot, mit dem man die FPGAs schon rekonfigurieren kann. Es hat bestimmte Pins, unter anderem einen Trigger-Pin, mit dem kann man bis zu 4 Bitstreams ansprechen. Aber man kann es halt, man kann oder kann nicht, weiß ich jetzt nicht. Am Anfang hast du ein paar E-Mails erhalten wegen Intellectual Property. Die E-Mails waren nicht von Lattice, sondern von einem random Typen, der das Hall of Hackaday gesehen hat. Und dann hat das den wohl sehr persönlich genommen und dachte, hey, ich sei ihm nach seiner IP hin, ja, Intellectual Property her. Und ja, es hat sich dann erledigt. Dann eine weitere Frage. Chris möchte wissen, ob die Fehlermeldungen verständlich sind oder ja, noch kryptisch. Das ist eine gute Frage. Ich denke, für die meisten Stufen des Flows könnten die noch besser sein. Ich weiß, für Joses, da gibt es noch viel Raum für Verbesserungen. Zum Beispiel, hey, der Input ist im Fall gar kein Verilog-Code, sondern man kriegt einfach einen Syntax-Error in dem und dem File, weil das ist halt so, wie der Parser funktioniert. Ja, das Error-Reporting ist noch nicht so ausgereift. Im Normalfall kriegt ihr einen Fehler, den ihr zumindest mit etwas Erfahrung dann
auswärzen könnt. Danke, Mikrofon 5 bitte. Ich möchte wissen, etwas mehr über, ob es VHDL unterstützt. Du hast das kurz erwähnt, aber gibt es einen Plan, ob und wann das unterstützt wird? Antwort nein. Im Moment arbeite ich, also wird daran gearbeitet, aber es gibt, glaube ich, noch keinen Code dafür. Es gibt zwei Ideen, wie man das unterstützen könnte. Eine ist, man könnte ein neues VHDL-Frontend bauen. Der Student, der das machen möchte oder daran interessiert würde, würde es so machen. Die andere Möglichkeit ist, dass man eine Art VHDL nach Verilog-Übersetzer nehmen würde. Das ist zum Beispiel ein Part von Icarus VHDL BP, der das der das machen könnte. Aber man müsste, es geht nicht für alle Files, aber für synthetisierbares VHDL geht es, kann man es in synthetisierbares VHDL übertragen. Und vielleicht könnte man dieses Tool sich mal näher anschauen und daraus dann coole Erkenntnisse gewinnen für unser Projekt. Aber für mich selber, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Verilog, daher habe ich kein Interesse. Also ja, mehr Fragen? Wie stark ist der Prozessor aus der Demo, so Register, Speicher? Es ist ein RISC-V-Prozessor, wenn du davon noch nie gehört hast. Es ist ein recht cooles Projekt. Das Ziel des Projekts ist es, dass ein Open-Source-Prozessor quasi oder eine Open Source Beschreibungen. Wir haben, also unser Prozessor ist nicht so stark, weil der ist für Größe optimiert. Er hat etwa 2000 Lookup Tables auf Xilinx 7 Serien, welches eigentlich meine Lieblingsarchitektur ist für diesen Ding. Da ist das viel, braucht es viel weniger Lookup Tables. Also ja, es ist ein sehr kleiner Prozessor. Aber es braucht circa 4 Zyklen für jede Instruktion. Aber man kann ihn bis zu 400 MHz schnell laufen lassen. Daher gleicht sich das ein bisschen wieder aus. RISC-V ist ein Instruktionsset, das halt viele General-Purpose-Register hat, also 31 Register hat, ja, 0. Wir haben immer noch etwas Zeit. Wir machen mit Mikrofon 4 weiter. Ich finde es toll, dass es so ein Projekt gibt, das offen und frei ist und auch in der Schule eingesetzt wird. Von der Spezifikation des Prozessors bis zu den Output-Pins, dass das alles verfügbar ist. Und das alles dann zu verstehen, das auch zu lehren, das ist echt cool. Und ihr habt, du hast auch erwähnt, dass Verifikation ein Interessepunkt von dir ist und dadurch den Input und den Output verglichen hast, kann man aber auch bei größeren Sachen das Ganze vergleichen, wenn man nicht. Es gibt Verifikationssachen, die ich auf meinem Prozessor laufen lassen kann, aber allgemein sind solche Prozessoren schwierig formell zu verifizieren. Aber es gibt einige Dinge, die ich tue. Ich habe auch erwähnt, es gibt Configurables, wo man Features an- und ausschalten kann. Und wenn ich zwei Mengen von Features habe, dann. Und ich schaue mir Anweisungen, also nur an, rein von Anweisungen an, die. Ja, ich versuche halt zu schauen, dass diese Teile halt immer das gleiche Verhalten haben. Eine Bitte an die Leute, die gerade rein oder rauskommen in den Saal, bitte seid leise.
Ich möchte Danke sagen für die Arbeit, für dieses tolle Projekt. Das ist äquivalent zur ersten Version von der GNU Compiler Collection. Vielen Dank. Okay, dann bleiben wir bei Mikrofon 4. Großes Projekt, aber was ist mit Zeit-Validation, also Timing-Validation? Also momentan ist keiner unserer Prozesse wirklich von der Zeit getrieben. Momentan ist es besser, die Struktur. Also im Moment haben wir noch nicht so viele zeitkritische Sachen und ja, es ist, wir arbeiten mehr an Modellen. Das ist fast fertig, aber es gibt noch ein paar technische Schwierigkeiten. Ich denke, es ist nicht, jetzt nicht der richtige Moment, um das Ganze zu diskutieren. Kommt auch bei uns in der Assembly vorbei. Okay, dann... nochmals eine Frage von den Leuten, die leider nicht da sein können. Was denkt denn Lattice von eurem Open Source Flow? Ich weiß es nicht. Also wenn jemand von Lattice hier ist, dann schaut doch vorbei. Ich würde gerne ja etwas mehr von Ihnen erfahren, sobald ich einen Timing Flow habe. Das fehlt im Moment noch. Und aber aus meiner Erfahrung, wenn man so etwas einem kommerziellen Anbieter sagt, dann glauben sie einem das meistens zuerst nicht. Und daher möchte ich zuerst einen kompletten Flow haben und mich dann erst bei Ihnen melden. Wir haben noch 2 Minuten. Also bitte kurze und präzise Fragen. Ist es möglich, so ein unabhängiges FPGA zu entwickeln, das mit dem Bitformat kompatibel wäre und das Ganze so zu benutzen? Ich denke, es wäre möglich, aber es wäre halt nicht viel schwieriger, effektiv von Grund aus ein eigenes FPGA zu erstellen und dann diese Tools darauf anzupassen. Und es gibt zum Beispiel im Moment Projekte, wo man über solche Dinge nachdenkt, das eigene FPGA zu erstellen. Für mich ist es natürlich interessant, wenn sowas gehen würde. Und dann könnte ich zum Beispiel zeigen, hey, meine Toolchain kann auch tatsächlich was, auch auf dem anderen FPGA. Und vor 10 Jahren etwa habe ich das schon mal probiert und sie haben gesagt, das geht nicht, weil man diese Open-Source-Toolchain nicht hat. Jetzt haben wir eine, jetzt können wir mal schauen, ob es dann gehen würde. Also die letzte Frage. And the second one is, would you think it would be possible to leverage your work wäre es möglich, um die Arbeit zu benutzen, um andere Geräte zu reversal engineeren? So. Also ich habe an die Oborn HDL Designs angeschaut. Diese kann man mit Verilog bearbeiten. Nicht ganz verstanden. Das würde aber ein paar Änderungen, brauchen, aber es sollte möglich sein für das Oberon, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, wir haben eh keine Zeit mehr. Von dem her, ja, du hast ja deine Kontaktdetails uns gesagt. Also die Leute hier und auch die Leute, die nicht da sind, können sich bei dir melden. Danke Clifford für den Talk und